der letzte des Boss von Amaroth. Amaroth. Ja. Der ist ein bisschen fies. Wir sehen hier links und rechts diese Plattform. Der bewegt sich jetzt immer Meter für Meter auf uns zu. Wenn er Schatten des Unheils macht, das ist im Prinzip AOE. Kann man ganz locker flockig wegheilen. Apokalypse, da muss man sich auch so kleine Schnitzelchen hier stellen, links und rechts neben dem Kampf, neben das Feld. Irgendwann beginnen die Mann, fangen die Mann zu leuchten. Dann nicht mehr draufstehen, weil dann werden sie zerstört. Der Kollege rückt jetzt gleich einen Schritt vor. Wir sehen da die Einschlagstelle. Das kann man sogar richtig schön gegenheilen mit Vitara. Wenn sie alle beieinander stehen. Schatten ist. Ja, da kommen wieder der AOE-Schaden rein. Aber kein Problem. Jetzt sehen wir hier links und rechts die Köpfe. So, man muss halt einfach nur ausweichen. Ich habe leider noch nicht rausgefunden, woran ich erkenne, welche zuerst schieben. Und dann hochheilen, ganz wichtig. Braucht das also nicht. Dann kommen wieder Schatten des Unhalt. Können wir ganz flockig wegheilen. Tödlicher Strahl, der geht jetzt in irgendeine Richtung. Und da sollte man dann rausgehen. Den muss man nicht unbedingt abkriegen. Das ist ein AOE-Feld hier. Den kann man auch einfach ausweichen, da macht man aber tödlichen Strahl. Kann man dann gemütlich wegheilen. Apokalypse. Der Stein nach vorne bricht. Man sieht das jetzt schön hier, wie er jetzt wegbricht. Und das passiert des Kampfes über öfters. Wenn er halt hier vorne ist, geht er irgendwann Endrange. So. Der Hieb ist durch. Die zerbricht als nächstes hier rechts außen. Schatten des Unhalts. Das heilen wir wieder weg. Wir machen ein bisschen DPS. Das hätte mich beinahe dahin gerafft, weil ich mir in den Augen gekratzt habe. Einmal wieder hoch, Schatten des Unhalts. Immer urteilen soll. Aber hey, tödlicher Strahl. Der geht wieder auf jeden Spieler und dann weicht man den einfach aus. Zack. Und weiter den Damage machen. Die Plattform da hinten rechts bricht jetzt als nächstes wieder weg. Mal AOE-Schaden rein. Ich habe den mal kurz gezogen. Sonst wäre nämlich im Bach unterher. Er verbeugt sich hoch, 28 vor mir. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich kenne das nicht. Wenn es dann Muster geht, steige ich da nicht durch. Aber ich habe es halt noch nicht raus. Auf jeden Fall muss man den Strahlen einfach ausweichen. Das war auch dieser Boss. Ja, diese Instanz. Amaroth. Ja. Ich. Freut mich auch, ist klar. Und dann war's das mit dem Video.